Hallo, heute wollen wir uns ein bisschen über Lipglosse unterhalten. Das ist natürlich ein sehr umfassendes Thema und ich kann nicht alle ansprechen, aber so grob, wie man sie unterscheiden kann. Also hier zum Beispiel sind ganz, ganz viele Lipglosse von unterschiedlichen Firmen drin und die unterscheiden sich hauptsächlich am Applikator. Es gibt ganz tolle Lipglosse, wie zum Beispiel der hier, hochpreisig. Und der hat so ein kleines Pinselchen dran. So. Der hat einen knaller Glitzereffekt. Was allerdings ein bisschen schwierig ist, ist dieses Pinselchen immer genau hier mittig reinzusetzen. Das heißt, es kann passieren, dass, wenn man das ein paar Mal gemacht hat, der kleine Pinsel aussieht wie ein struppiger Besen. Wer also ohne Brille nicht mehr so scharf sieht, sollte da vielleicht darauf achten, dass da ein Applikator mit dabei ist, wie zum Beispiel bei denen hier von L'Oreal. Diese Serie weiß ich gar nicht mehr, ob es die gibt. Das war für mich so das Lipgloss-Erlebnis überhaupt. Und die hatten so ganz viele kleine Glitzerpartikelchen drin. Fand ich super, super schön. Ich habe noch ein paar davon. Aber die Farben haben leider gewechselt und die fand ich dann nicht mehr so attraktiv. Aber um es zu zeigen, dieser Applikator oder so in der Richtung ist viel, viel einfacher in der Handhabung, wie zum Beispiel so ein Pinselchen. Hier ist auch nochmal so ein Pinselchen dran. Und das ist sehr, sehr schwierig, dann hier genau wieder reinzutreffen. Von Dior gab es eine Zeit lang Lipglosse so in kleinen Dosen. Ja, kann man machen. Da braucht man allerdings immer so einen kleinen Spatel, nicht Spachtel. Und einen Lippenpinsel, auch sehr schön, ich kann noch mal zeigen, so von der Brillanz kann man sehen, dass er so schön glitzert. Also diese Produkte in Dose, weiß ich nicht, finde ich nicht ganz so praktisch. Die sehen einfach nur schön aus, wenn sie im Badezimmer stehen. Dann gibt es noch viele Tuben, wo man jetzt hier vorne dann einfach so mit dieser schrägen Spitze die Lippe anstreichen kann. Also bei diesem Lipgloss von Dior ist was ganz Besonderes. Wenn man den hier aufträgt, kann man damit ganze kleine Türmchen bauen. Also der ist so in der Konsistenz, dass der richtig dick auf der Lippe sitzt. Zu mir hat mal ein Model gesagt, I feel I can ski on my lips. Ich habe das Gefühl, als wenn ich auf meinen eigenen Lippen Ski fahren könnte. Und das ist hier bei dem von Dior der Fall aus der Tube. Es gibt, wie gesagt, noch unglaublich viele, die ich jetzt zeigen könnte. Das wird der Sache aber nicht gerecht, weil ich kann sie nicht alle zeigen. Auch hier wieder mit so einem Applikator. Viele vermatschen dann auch oben und geben dann so ein pappiges Gefühl in der Handtasche. Also wühlt euch da mal durch. Mit Applikator finde ich immer besser. Ich habe den Lipgloss neuerdings auch für mich entdeckt, aber ich kombiniere das mit einem Longlast Lippenstift runter, weil ich habe zwar jetzt nicht unglaublich mit diesen Lippenfältchen zu tun, aber die Frauen, die das haben, die sollten auch lieber einen in der Farbe passenden Longlast Lippenstift drunter setzen oder so ein Lip Color. Und dann erst den Lipgloss drauf, dann haben sie ein schönes Volumen, ne, weil Lipgloss macht immer so ein bisschen so, weil das ja glänzt, alles was glänzt, sieht größer aus. Und dann läuft das aber nicht so schnell hier in die kleinen Linien rein, weil man da nicht bis zum Rand streichen muss. Diese Lipglosse finde ich momentan super, super schön. Da berichte ich aber in einem anderen Film drüber. Könnt ihr unten in der Infobox sehen und auch anklicken und dann zeige ich euch, wie diese Lipglosse aussehen. Also Lipgloss, schöne Sache, wenn die Konsistenz stimmt, weil der zum Beispiel von Dior, der solche kleinen Türmchen baut, das sind die Farben, da wurde mir immer nach schlecht. Also der hat irgendwie einen Geschmack drin, wo ich sage, also mal so für ein Foto ganz schön, aber dann ist auch wieder gut. Da habe ich übrigens mal ein schönes Foto mitgemacht mit einem ganz exakt geschminkten Mund und dann so viel Lipgloss drauf gegeben, dass der hier so ein bisschen runtergelaufen ist. Das ist vielleicht für Halloween ganz gut, aber das vermatscht natürlich dann auch ganz schnell. Also das ist mal für ein Foto eine nette Geschichte, aber ansonsten, ja, meine Meinung, Lipgloss immer mit Applikator, wie hier zum Beispiel. Na, dann braucht man sich nicht drum zu kümmern. Jetzt habe ich hier schon ein Kleenex-Tuch in der Hand. Das nächste. Braucht man sich nicht drum zu kümmern, dass man das Pinselchen hier wieder ordentlich
reinbekommt. Dann gibt es Lipglosse, wie der hier, der verspricht, dass die Lippen davon voller werden sollen. Was haben diese Produkte, da gibt es viele von, ich habe auch schon viele ausprobiert, was haben die alle gemeinsam? Die kitzeln oder prickeln auf der Lippe und schmecken scharf. Also mein Verdacht ist, da ist irgendwas in Richtung Pfeffer drin, sodass man das Gefühl hat, oh, da tut sich was in der Lippe und das durchblutet und gleich sind meine Lippen schön. Aber ich habe ja schmale Lippen und bis jetzt hat noch keiner von diesen Dingern geschafft, meine Lippe aufzupumpen, so wie das in der Werbung dann versprochen wird. Was helfen kann, das habe ich jetzt aber nicht hier, da können wir vielleicht nochmal einen separaten Film drüber machen, sind so Teile, die saugt man sich praktisch an. Das könnte man vielleicht auch mit einem Schnapsgläschen oder so machen, dass man die Lippe in dieses Gefäß reingibt. Das gibt es auch extra für Lippen vorgeformt. Und dann saugt man an, dass es ein Vakuum gibt. Und durch das Vakuum fließt mehr Blut in die Lippe und dann hat man für einen Moment eine dicke Lippe. Für mich eine unangenehme Vorstellung. Also ich mag das so, wie es ist. Größer ist mein Mund nicht. Ich will ihn auch nicht aufspritzen lassen. Aber mit Lipgloss habe ich das Gefühl, ne, ist so ein bisschen mehr. Das ist meine Meinung zum Lipgloss. Viel Spaß mit dem anderen Film, den ihr unten anklicken könnt. Tschüss!